Ja, moin, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part. Kurz vor dem Update, das kommt morgen, dem 25.05.2023. Und ja, es bietet Akt 1 verbessert. Es wird, ja, das Endgame, die Monolithen ein bisschen verbessert. Genau weiß ich es nicht. Ich habe mich nicht so sehr informiert. Merkt ihr vielleicht? Nein, ich will es einfach überraschen lassen. Und ja, währenddessen ich die Parts hochgeladen habe, habe ich diesen Totem-Schamanen erstellt und hochgelevelt. Er ging sehr gut zum Leveln, er ist wirklich viel mächtiger als der Rot-Mint-Leash, Poison-Leash. Am Anfang, der Poison-Leash wird wahrscheinlich erst im Endgame so richtig stark, wenn man ganz viel Dots auf den Items hat, Dot-Verstärkungen, oder? So, ich bin mit Akt 7 fertig und mache mit euch schon mal die ersten Monolithen. Wir gehen sicher mal zu den Amuletten, dann wahrscheinlich nach oben. Und ja, ich zeige es euch. Ich habe leider den Gürtel noch nicht. Ich kann nicht so lange in der Spriggan-Form sein. Aber ihr seht, es geht eigentlich ruckzuck. Dadurch, dass die Totem eine Not haben, wo ja, nur noch ein Projektil geschossen wird, das viel schneller geschossen wird und so weiter. Und ja, genau. Dadurch ist er doch viel mächtiger. Also der Schaden geht, glaube ich, um 70 oder so hoch. Ich könnte gleich mal kurz die Not anschauen mit euch zusammen. So. Also die Not ist... wo ist die Not hier? Genau. Single Projektil increased cast speed um 150% gesteigert, die Genauigkeit um 80% und aha, der Dorn, okay, es ist gar kein Schaden plus, aber ja, man kann nochmals piercen einmal und eben diese 10% gegen Rary, also gegen rare Monster, die gelben Monster und ja, die Bosse. So. Verwandeln wir uns wieder in den Spriggan. Es ist, also ich habe schon mehrere Spriggan Beats gemacht und bis jetzt ist das wirklich mit Abstand der stärkste und beste Beat. Also, jo, er ist relativ neu bei Last Epoch Tools erschienen. Dankeschön für den Guide-Schreiber. Er ist aber eben noch nicht komplett fertig, also wir werden ein paar Sachen vermissen dort. Zum Beispiel die... Ah nein, das ist beim Rotmint-Leach, sorry. Beim Rotmint-Leach fehlen die Idole und ja, so ein bisschen die, ach wie sagt man, den Glyphen, nein nicht Glyphen, die man bekommt nach den Monolith-Bossen. Ja. Aber da werdet ihr wahrscheinlich schon denken, was ihr nehmen müsst, oder? Poison Damage natürlich irgendwie. Vielleicht noch ein bisschen andere Sachen. Aber bei diesem Bild ist eigentlich alles komplett. Ich kann den Guide gerne kurz zeigen. Ich habe jetzt gerade gut an. Also eben ab Akt 7, also wenn man in Akt 7 fertig ist, ist natürlich der Schwierigkeitsgrad noch recht hoch, weil die Monolithen, glaube ich, auf Level 55 sind oder so. Und ich bin, ich glaube, 48, also ich hätte noch 7 Level Zeit ungefähr. Aber da ich echt nicht gerne Akt 8 mache, das ist einfach nicht gerade diese Todjagd, mache ich dann immer schon die Monolithen und tue mich eigentlich durchbeißen, aber weil wir so viel Schaden machen, müssen wir gar nicht durchbeißen. Also die harten, also die zähen Gegner sind natürlich ein bisschen zäher. Noch, aber das wird sich hoffentlich bald legen, vor allem wenn wir dann noch die Gürtel, vielleicht das Amulett noch tragen können, ob Level 60, glaube ich, oder so, 70, keine Ahnung mehr. Void Damage Melee, ich möchte hier. So, ich habe den, den Summon Spriggan auf die Ranken gemacht, das habe ich jetzt resettet kurz vor dem Video und ja. Jetzt ist er eher auf Buffs, also noch mehr Critten. Die Totems tun noch mehr Critten damit. Aber ich muss, glaube ich, die Aura verwenden und die kann ich einem Ding nicht verwenden. Das ist ein Crit-Multiplayer. Nein.
Ich nehme nur das mit, was ich wirklich brauche. Weil so in den Monolithen findet man so viele Items, die man einfach sonst in der Kampagne halt auch nicht bekommt. Also in der Kampagne bekommt man relativ wenig Items, die für sich sind. Weil man sie eigentlich auch nicht so braucht. Und in den Monolithen bekommt man viele Sachen, die wirklich nicht für einen sind. Also viel mehr. Und ja, dann machst du einfach das ganze Lager voll und verwendest die Items nicht. So. Also, es sind natürlich relativ wenig Sachen, die droppen, die für einen wirklich sind. Aber das macht es nicht schlechter oder so. Es ist eigentlich relativ gut. Nur habe ich auch gemerkt beim Rotmint Leash, mir fehlen einfach Items der Resistenz. Ich habe auch zu viele Uniques, die ich tragen muss, damit ich ein bisschen genügend Schaden mache. Und es macht einfach den Beet ein bisschen zu squishy. Ich habe den übrigens auch bis Ende Akt 7 gelevelt, aber die Aufnahmen waren kaputt wegen den Abstürzen. Da freest immer die Webcam und auch das Ingame-Bild ist manchmal dann gefreest, beziehungsweise wie sagt man denn, stotterhaft, oder? Und deshalb habe ich die Parts jetzt nicht hochgeladen. Also es ist ein bisschen mehr Frust gewesen. Ich bin ein bisschen gefrustet gewesen, dass der Rotmint-Leech halt so squishy ist und die Gegner halt doch ein bisschen länger brauchen wegen dem Dot, oder? Und ich kann gerne nochmals zeigen vielleicht, aber ich möchte ja die Leather machen. Also die, ja, ich glaube es heißt Leather hier. Oder Season oder Liga. Aber auf jeden Fall, ja, möchte ich natürlich da ab dem 25. Mai ein bisschen mit Ding machen. Ja, wie sagt man so schön? Ein bisschen raisen halt. Um den ersten Platz werde ich wahrscheinlich nicht kämpfen, weil ich einfach nicht genügend spielen kann. Muss heute auch wieder lange Training machen, Fußballtraining und dann am Abend Livestream. Wird eine harte Zeit heute. Morgen habe ich wahrscheinlich den ganzen Tag Zeit. Wenn die Season schon startet am Abend morgen oder so, wäre cool. Wird wahrscheinlich aber erst ungefähr um 5, 17 Uhr oder so. Ja. Um 17 Uhr, so 5 Uhr starten. Jo, und ich freue mich, weil ich habe ja in Pass of Exile auch jede Season mitgemacht und so, außer die jetzige. Die jetzige habe ich, glaube ich, doch, ich habe es kurz betreten, stimmt. Aber, ja. Eben, mit Pass of Exile ist es so langsam fertig. 105 Toten. Sind ja Spells, oder? Attunement, ja, ist besser. Ja, Resistenz ist besser. Okay, gut. Aber mit Paths of Exile ist so langsam fertig. Weil die bringen fast kaum Neuerungen. Und wenn, dann sind sie so blöde wie Items mit neuen Bonis, die man, ja, eigentlich so auch reinbauen könnte, in einem Hotfix sogar. Ja, die Leute sind manchmal ein bisschen faul, die diese Spiele machen. Einfach richtig faul. Ja, also es ist nicht so schlimm, okay. Aber ja, ein Spiel braucht halt einfach immer Content, neue Content. Ich finde, also ein Spiel, das eigentlich einen AAA-Status genießen könnte, braucht ja all zwei Wochen ein gutes Update. Es ist ein bisschen schwierig natürlich jetzt gerade auch zu denken, ja, mach mal das selber oder so. Aber ich bin auch Game Designer. Ich mache es jetzt einfach momentan nur auf Roblox. Sonst mache ich eigentlich Unreal Engine, aber das ist mir einfach ein bisschen zu umfangreich, oder? Das kann ich nicht alleine texturieren und Skripten und so. Jo. Da habe ich jetzt noch momentan nicht so weiter gemacht. So. Wir brauchen noch dieses Eternal Blessing und da müssen wir kurz schauen. Das habe ich ja gesagt. Wir schauen kurz den Guide an. Das ist eben dieser. Kann ich mal kurz suchen hier. Dann seht ihr es.
Nicht wundern, ich habe die Schriftgröße, weil ich momentan ein bisschen Sehprobleme habe durch die Nervenkrankheit. Und ja, heute Abend eben dieser Champions of Recken im Livestream und ich bin halt eben nicht gerade so der Typ, der gerne so viel Stress hat, damit eben die Nervenkrankheit nicht ausschlägt. Hier. New S-Tier Shaman Torn Totem. Advanced in Depth Guide. Also wirklich ein guter Guide. Jo. Einfach bei Builds und dann die aktuellsten vom Mai 10. Jo, am 10. Mai Hey habe ich guys, das it's gemacht. Bina, and today I want Jo, to present hier to ist das you my Video. final Geben wir version direkt of the mal ein Like. Primalist Aber das sub Video werde ich of jetzt mit euch nicht so at anschauen. Ich möchte wieder zurück, genau hier. So. Und jo, also Titans Hearth werde ich erst verwenden, wenn ich die Legendary habe. Julius Obsession ist schwer zu finden. Und Twisted Turf of Ulcaeus auch. Uketros. Und der Gürtel. Ich muss ihn irgendwie gut farmen können. Timeline to Target Form Fall of the Empire. Habe ich mehrere Mal corrupted. Level 50, also 50, weil ich noch nicht weiter kam, um die höheren zu machen. Und er ist nie gedroppt, der Gürtel. Nie. Und ja, der Silver Front. Silver Front, genau. Boah, die Schrift ist so schwer zu lesen. Ist ja auch ein bisschen schwer zu finden. Müssen wir auch Target farmen. Jetzt wollte ich noch schauen, was wäre am besten. Ja, genau. Torn Sheet on Use und Movement Speed. Also 2, 2, 1, 5, 1. Ja, machen wir die. Mahneffizienz und 5-1. Ah ja, genau, das ist wichtig. Okay. Aber da haben wir keinen Punkt. Okay. Haben wir einen Punkt zu gewinnen. Also, ich muss noch kurz das ausrüsten und das rüste ich. Das muss ich eigentlich. Ne, die muss ich hier beschwören. Ich brauche hier Eistorns nicht aktiv verwenden. Wo ist jetzt Eternal's Blessing? Da. Genau vor dem Mauszeiger. Habe ich ja nicht zum Mauszeiger. Ah, typisch Strabo. Also, jo, dann geht's weiter. Ich muss ja noch einen skillen, genau. Ich bin jetzt gerade am Beastmaster am skillen. Ihr könnt gerne in den Guide, ich werde ihn, denke ich mal, verlinken. Easier dann für euch, den zu finden. Was ich so geskillt habe und skillen muss. Und ja, dann machen wir hier da um und da. So, kann ich da irgendwie. Ah, das sind gerade diese blöden Feuerraptoren. Ja, wie kann ich eigentlich den Spriggan dazu befähigen? Ja, da die Sachen zu verwenden. Also Aetheras Blessing muss ja irgendwie aktiv werden. Ist das der Ring? Ich habe den Ring gar nicht so gut angeschaut. Ich habe übrigens noch einen Bug, der viele Nvidia und vielleicht auch Windows 11 User haben. Und nämlich, ich kann die Grafik nicht verändern. Steht überall Option A bis B, C und so Sachen. Ich habe es gefixt, aber jetzt ist heute wiedergekommen. Jetzt habe ich halt. Nein, ich habe, glaube ich, nicht schlechte Grafik. Es steht einfach falsch dort. Also das muss ich dann im nächsten Part dann wieder, also vor dem nächsten Part wieder einstellen. Ich finde es so dumm. Wieso macht Nvidia, also die Grafikkartenhersteller, auch also Radeon und Windows 11 so viele Probleme? Was ist los? Es sind so viele. Oh, das hättest du nicht machen sollen. Du hättest nicht auf Windows 11 upgraden sollen. Ja, aber ich habe es einfach, jo, geschenkt bekommen sozusagen. Sonst hätte ich viel zahlen müssen wahrscheinlich. Oder, nein, nicht viel zahlen. Ich habe ja Windows 10. Aber ja, das Umstehen, oder? Ich konnte ja nicht auf Windows 11 wechseln. Deshalb habe ich es auch erst jetzt sozusagen installiert bekommen. Und ja, ist halt doof, wenn man. Jo, dann gewechselt hat schon. Weil zurückgehen kann man scheinbar nicht mehr. Ich habe es versucht.
Da steht ja, so wechselt man wieder auf Windows 10, aber es gibt keine Auswahlmöglichkeit. Wie soll ich auf Windows 10 zurückgehen, wenn es keine Auswahlmöglichkeit gibt? Die haben das mit einem Patch wieder entfernt scheinbar. Das ist einfach ein alter Guide oder so. Aber wieso tut Windows 11 so Sachen entfernen oder vor allem auch falsch machen, obwohl sie schon mal richtig hatten? Oder einfach Dinge falsch im Allgemeinen? Was ist das für ein Konzern? Kann man den nicht mehr richtig ernst nehmen? Machen sie nur noch Scheiße? Ich denke schon. Ja, ist echt dumm. Richtig dumm. Aber so ist es, je größer ein Konzern wird, desto mehr Fehler macht er auch. Sondern weniger Fehler, weil mehr Mitarbeiter oder so. Nein, sie machen viel mehr Fehler. Viel mehr Fehler. Und ich habe Angst um Last Epoch, dass es halt auch immer wie schlechter wird, der Content. Oder gar kein richtiger Content mehr. Boah, wie schnell der Down war. Ich bin fast noch ein bisschen drin geblieben im Erdbeben und das hätte mich wahrscheinlich richtig schnell gekillt, wenn ich drin geblieben wäre. Jo, der Schaden ist nicht schlecht anfangs meiner Lücken. Es wird einfach relativ schnell zu leicht ohne Corruption. Okay, ein Set-Ring. Und ein Unique, okay. Genau, 16 Minuten, okay, sehr schön. Ist gar noch nicht so lange her, also. Ah, jetzt habe ich zum Beispiel zwei. Hä? Wieso hatte ich früher nie zwei? Jetzt habe ich zwei von diesen Spriggans. Oder liegt das an Level 50 oder so? Keine Ahnung. Ich habe ja jetzt nichts genommen, dass ich mehr Minions nehmen kann. Vielleicht war es irgendwie ein bisschen verbuggt. Lightning Damage recht viel. Das würde ich gerne mitnehmen, wenn ich noch spielen würde ohne Letter. Aber ich würde immer mit Letter spielen. Ich glaube, Crit Chance auf dem Helm ist besser als Attack Speed. Schocken. Aber sehr viele. Sehr viele von diesen. Wie heißen sie schon? Jetzt habe ich den Namen gerade nicht im Kopf. Exalted, glaube ich, gell? Exalted Items. Jo. Nett, nett. Schaut euch mal den Damage an. Über 1000 und das alle Mikrosekunden. Diese gelben Zahlen. Ah ja, ich habe übrigens die Balken überall an, damit ich sehe, wie viele Toten ich platzieren muss noch oder so. Und wie es meinen Kompanien ausgeht. Sonst spiele ich eigentlich ohne Balken eigentlich. Ja, ich finde es jetzt nicht so schön, mit Balken zu spielen. Ich spiele ja gerne wirklich komplett eigentlich ohne HUDs. Außer die Skillbar unten gerne. Und natürlich die Health Globe. Aber also, ja, ich will nicht so viele Einblendungen. Es ist viel zu viel Einblendungen. Ich hab's nicht so gerne. Ich brauche nicht so mega die Übersicht. Weil ich jetzt auch nicht so mega so mega übertrieben schweres Zeug spiele. Weil ich auch die Stresskrankheit habe, ist es für mich nicht immer so mega wohl. Ja, in Last Epoch geht's, weil es andere Spiele sind. Aber das hat's ja hier nicht. Also man kann nicht gegen andere Spiele irgendwie antreten oder so. Zufällig finden, die uns angreifen könnten. Ja. Deshalb ist es jetzt nicht so. Aber ich fände es cool, wenn die Spiele einfach so wenig hat wie möglich hätten. Einfach auch etwas optisch haben, wenn man zum Beispiel wenig Leben hat. So ein bisschen Blut auf der Seite oder so. Aber ich will es so realistisch wie möglich haben. Ich will nicht ein Spiel spielen, ich will ein Leben haben. Ich will ein Leben spielen. Und ich bin halt einfach ein Roleplayer. Also ich, so ja, zum Beispiel GTA 5 Roleplay und Minecraft Roleplay machen. Da will ich einfach keine Hearts haben. Und ich mache ja auch bei Roblox ein Spiel, wo relativ ja, realistisch ist im Sachen ja, Leben. Also, dass man wirklich dort auch lebt und auch die KI und die anderen Mitspieler ein bisschen lebendiger sind als in anderen Spielen. Wird halt schwer. Aber ich versuche es jedenfalls. Wenn ich dann mal besser scripten kann, endlich. Ja, wenig Zeit und einfach nicht so viel los zu scripten. Aber das hält uns an mich nicht auf. So. Jetzt müssen wir hier oben noch Cleans LM. Genau, Heal und so. Genau, 1, 1, 1, 1 und 5. Okay. Genau,
Hier das. Oh, nochmals ein Unique Echo. Und das ist ein Z-Echo, nicht ein Z-Ring-Echo, glaube ich, oder so. Genau, stimmt. Also da kann jedes Z-Item eigentlich droppen. Vor allem die, die halt in den Timelines auch drin sind. Genau dieses Level habe ich mit dem vorvorherigen Charakter auch gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gespielt. Also was wir gespielt haben in den Livestreams. Bin mir nicht mehr so sicher. Ist ja auch einige Zeit, das ist ja noch vor dem Festplattencrash gewesen. Jo. Also einmal hatten wir ja den Werber gemacht, aber ja nur kurz. Dann haben wir irgendwie so ein. Ah, Necromancer mit Golems, genau. Da war ich sicher mal in so einem Level. Das war erst kurz vor dem Crash. Genau in diesem gleichen Level mit dem gleichen Gegner ungefähr. Jo. Aber mit einer anderen Quest scheinbar. Ich musste, glaube ich, nach Nordwest. Ja, Nordwesten. Jetzt muss ich einfach nach Westen. Ja. Also, hier ist 5-1. High Hell heißt, wenn ich einfach wenig Leben habe. Also wenn ich volles oder viel Leben habe, dann ist es nicht ein High Heal Kill. Ja, Heal, nicht Kill. Mit einer Heilung kann man nicht killen. Aber ich verplappere mich gerade. Jo, und genau. Hey, jo. Aber so richtig raus komme ich noch nicht. Nehmen wir mal wegen Damage Over Time von Minions, aber das ist eigentlich schwach. Mit. Change to Bleed brauchen wir gar nicht. Ja, okay, wir bräuchten es eventuell aber nicht auf Minions, sondern auf dem Hammer. Und der Hammer ist ja nicht ein Minion. Also der Spectral Hammer, glaube ich, heißt er. Vom ja, Paladin, sagen wir jetzt mal, wenn ich Paladin nehmen würde. Mit Bleed. Jo. Aber nicht auf Minion. Der hat keine Minions. Das ist natürlich schlecht dann wieder. Das ist nicht richtig geht. Wieso funzen manche Stats nicht? Manche Bonis auf den Items. Keine Ahnung. Und? Hm. Schon wieder der Feuerring. Ich mag keine Feuerringe. Sie brennen am Finger. So. Also ich. Genau, noch das Exalted Amulett da unten. Aber zeitlich ist es ein bisschen schwer. Auf jeden Fall nehme ich das noch mit. Ist das eine Arena? Nein. Okay. So. Gehen wir runter? Nö. Nur wegen diesem kleinen Käfer gehe ich nicht runter. So, wieder ein bisschen mehr Attack Speed. Okay, dann ist sie doch noch rechts. Hm. Geht's zuerst mal? Ah, hier oben geht's gar nicht durch, okay. Also, ich dachte, da oben wäre dann der Boss oder so, oder wie weit und nah dran, aber. Also doch hier runter. Jo, eines eigentlich meiner Lieblingslevels in der Kampagne. Also, dieses Gebiet da habe ich sehr gerne. Es sieht aber hier jetzt ein bisschen dunkler, ein bisschen rauer aus. Nein, ein bisschen heller. Aber irgendwie so ein bisschen dreckiger. Jo. Jo, ich mag es irgendwie. So, da ist wichtig, ich glaube, ich brauche nicht zwei Punkte hier drin, aber der Guide sagt zwei Punkte hier drin. Ich müsste eigentlich, ja, nochmals einmal hier rein. Ich brauche noch einen Totem mehr unbedingt. Und jetzt hier bei Spriggan ist 5. 5, 4, 4. Ja, ich würde schon gerne Armor oder. Ich mache mal einmal Healing hier. Und hier müssen wir einfach hier noch die 5 machen und dann hier, glaube ich, 2. Ich schaue nochmals kurz. Ja. 2, ja. Und da noch fertig. 3, 2, 4. Okay. So.
Ja, eben der Bild, der ist relativ leicht. Also wenn ihr jetzt gerne ein bisschen einfacher hättet, macht diesen Bait. Ich werde aber in die Season wahrscheinlich mit einem Bild spielen, der ein bisschen gebufft wird oder wurde. Ich denke, ich werde nochmals den Forge Strike, also Wirbler verwenden, weil der einfach auch ein bisschen zäh ist. Der hat mir gut gefallen, weil er so ziemlich high-end zäh war. Also high-end nicht. Es gibt viel zähere Baits, aber er hat gut überlebt und so. Also es war richtig chillig mit ihm zu leveln. Und weil die Attack Speed und so höher wird von den Forge Weapons, werde ich den verwenden. Und als nächstes weiß ich nicht was. Also wir bekommen, glaube ich, zwei extra Charakter-Slots. Ich hoffe, das wird noch erhöht. Ich brauche viel mehr Charakter-Slots. Und sonst tue ich einfach die alten Beta wieder löschen. Weil ich ja eben eigentlich immer Season spielen möchte. Jo, und ich habe ja eben gesagt, ich werde Diablo 4 nicht spielen. Vor allem am Anfang nicht. Ich denke aber später vielleicht schon. Okay, Leech ist jetzt nicht unbedingt so gut. Ich werde also Zeit haben für Last Epoch. Und, oh, jetzt muss ich hier noch schauen. Ist doch nur hoch. So. Ja. Ich schaue, dass ich zwei Games habe im Genre Hack and Slay. Hack and Slash. Aber, jo. Ich weiß es jetzt nicht genau. Eventuell nur Last Epoch. Ihr dürft wünschen, komm. Ich lasse euch entscheiden. Was wollt ihr sehen? Wie wollt ihr es sehen? Soll ich vielleicht mal Diablo 2 Resurrected spielen? Wieder. Und so. Ja, was ihr wollt. Ich habe ja auch versucht, Sacred 2 wieder zum Laufen zu bringen. Jetzt muss ich einfach mal schauen, ob ich einfach nochmals ja, die Füße X neu installieren muss und so. Irgendwie mit Reddit oder so. Ob es dann läuft, das würde ich gerne mal noch spielen. Und sonst. Ja, müssen wir schauen. Gell. Ich werde eventuell aber nicht mit einem Mod spielen, außer dem Community Patch. Weil ich fand es auch mit Mods manchmal dann zu zäh, dann ist es nicht mehr so toll zum Zuschauen, wenn die Gegner zu lange brauchen. Eine sehr schlechte Keule, die wir schon verwenden. Okay. 80. 120, ich habe 118, glaube ich. Ja, ist natürlich viel besser als so ein Quatsch. Wer hat denn diese Quatsch erfunden? Also Unix, die so eine große Reichweite an Boni-Größen hat. So genau. Wir müssen das nochmal. Ich schaue jetzt gar nicht so auf die Stats, also was die Bonis für die Gegner sind. Weil einfach der Bild so mega overpowered ist. Was ja auch mega nicht, aber ihr wisst schon. Ich habe einfach keine Probleme, wenn irgendwie ein Mod schwierig ist. Fire Damage und Ignite. Das ist ein bisschen wenig Necrotic Resistance. Jo. Also dieser Build ist viel entspannter für mich. Ich verwende den Build. Auf jeden Fall bis morgen. Ich werde vielleicht heute Abend noch spielen. Im Livestream. Und ja, ihr wisst ja, wo ihr es findet. Ich werde es wahrscheinlich direkt dann auch hochladen auf YouTube. Aber am besten mal dabei sein, dann könnt ihr live mit mir auch ein bisschen quatschen. Ich habe ja auch einen Discord, wo ihr aktiv sein könntet, wenn ihr wollt. Und ja, alles in der Videobeschreibung, gell? Wer auf dem Handy schaut und die Videobeschreibung nicht sieht, der kann gerne einen Kommentar oder so da lassen. Dann tue ich es mal kurz in die Kommentare posten. Aber ich tue nicht so gerne, ja, voreiligen das posten, ohne dass es wirklich benötigt wird.
Ich finde YouTube sowieso auf dem Handy echt schlecht. Vor allem auch die mega Werbung, die auf dem Handy geschalten wird. Ja. Und ja, sagen immer wieder viele Leute, YouTube wird langsam aussterben beim Gameplay von ja, Videos. Aber ich sehe eher so die Vlogs sterben aus. Ich habe ja Vlogs begonnen und ja, sie werden gar nicht mal so viel geschaut. Finde ich ein bisschen schade. Natürlich bin ich eher ein Gameplay Let's Player, Videomacher und nicht ein Vlogger. Ich muss ja auch zuerst die Community und so haben dafür, dass nicht die Gamer machen. Und ja, ist natürlich relativ schwer, wenn man einfach irgendwie in ein neues Genre einsteigt, Video zu produzieren und einfach keine Leute hat, die es wirklich interessieren. Aber gut, YouTube ist halt immer schon schwer, irgendwie Aufrufe zu bekommen und alles. Ich finde, YouTube ist halt viel zu groß und ja, einfach nicht gerade gut genug, um irgendwie Erfolg zu haben. Aber das ist ja Twitch eigentlich auch, das ist ja jede Plattform. Das sind einfach die Menschen, die meistens nur den Großen den Erfolg gönnen und denen spenden, aber den Kleinen, die bekommen gar nichts über, keine Spenden, nichts. Und das ist halt schon ein bisschen deprimierend für Neulinge, oder? Es soll ja auch neuer Content kommen. Aber wie, wenn halt nur die Großen immer gepusht werden? Das ist ein bisschen schade. Also ich sage jetzt nicht, die hätten es jetzt nicht verdient. Okay, weniger als die Kleinen. Aber ja, es ist halt einfach so, dass die Großen ja so ist, die Community hat ja immer Spenden und immer wieder Zuschauen und ja, abonnieren und so. Und die Kleinen bekommen einfach fast gar nichts über. Sie einfach auch nicht so entdeckt werden oder direkt immer gesagt wird, ja, der hat nur so viel wenig Follower, ja, der macht schlechte Videos, die keinen Spaß machen, ich muss das Video nicht mal lange schauen. Und das ist halt frech, also das ist ein bisschen blöd. Aber gut. Ja, ich bemühe mich, also ich hatte natürlich auch schon viel, viel mehr Zuschauer. Und das ist in den letzten Jahren auch wegen der Krankheit und so noch bisschen geschrumpft wieder. Ja, was soll man tun, oder? Man ist halt so, wie man ist. Es soll für die Leute nicht schwierig sein, wenn jemand eine Krankheit oder so hat, ihn einfach auch zu mögen oder zu, ja. Aber schaut, ich bin einer, der tut kranke Menschen bevorteilen. Also das heißt, ich bin netter zu, also ich bin schon nett zu normalen, gesunden Menschen. Egal welcher Herkunft, egal ja, wie alt er ist oder so. Aber Kranke sind für mich wie eine Motivation, noch netter zu sein, sie zu unterstützen aktiv. Und jo, wenn sie für mich auch etwas machen, wie zum Beispiel der Lukas, der für mich einen GTA-Roleplay-Server erstellt. Also ich helfe mit und vor allem ich finanziere es ja. Und das sind über 200 Euro pro Jahreszeit ungefähr. Und das ist extrem expansiv, sehr, sehr teuer für mich als arbeitsloser Rentner, also Krankenrentner. Und ich habe keine Einnahmen von euch oder ich habe keine Sponsoren für den Server, nichts. Jo, und ich weiß ja nicht mal, ob ihr jetzt mehr schaut als früher. Ich habe ja schon mal den Server ein bisschen gelivestreamt und es hat nicht so viele Zuschauer gegeben, weil der Server auch noch nicht so weit war und so viel Content auch nicht drin war. Und, oh, 105 Damage over time, sehr gut. Minion Damage, okay. Ja, das ist natürlich wichtig, das Amulett hier wegen dem Crit Chance Multiplier. Schade, aber so viel Minion Damage, geil. So, wir haben das gemacht. Wir könnten, ja, machen wir mal ein Part, ja, 34 Minuten, sogar ein bisschen länger. Jo, machen wir das nächste Mal weiter. Hier haben wir noch ein paar Unique Echos, also einen. Oh.
Okay. Gut, kann ich das nicht mehr zeigen. Also, eben das ist OBS. Ich hoffe, das wird bald gefixt. Sonst muss ich echt wieder komplett Windows 10 installieren, also komplett wegmachen. Okay, die Webcam ist nicht gefixt, super. Und ja, das ist dumm. Windows 11 ist dumm, blöd und dumm und blöd und dumm. Gut, also heute Abend 19 Uhr kommt ja, Champions of Regnum Livestream und dann später wahrscheinlich Last Epoch, vielleicht auch ein bisschen Minecraft, Dragos Realm Server, also mein Server und jo, vielleicht auch ein bisschen GTA Roleplay, mal schauen. Aber Lukas, ich brauche noch die Hilfe von Lukas, ich hoffe, der braucht nicht so lange. Ich muss eigentlich nur die Mods übertragen zu ihm. Ich hoffe, das geht nicht lange zum Rüberladen. Ich denke, es geht nicht so lange. Und dann mache ich Livestream. Ich hoffe, es wird um 19 Uhr beginnen. Okay, dann. Bis dann. Tschüss.